Ah, okay. Eine erhöhte Position, wow. Eine erhöhte Position in der Schlucht, das ist sehr gut. Kommen die hier irgendwo hoch? Das ist eine andere Frage. Oh, da stehen sie. Okay. So, wo seid ihr? Ups, wie habe ich das denn gemacht? Ja, ich habe umgeschaltet, das ist ja ungünstig. Okay. Ah, ich sehe nichts. Komme ich da auch so ran? Probieren wir es mal. Ah, es geht. Ja. Na, du auch? Boah, habe ich einen langen Arm. Ich würde da gerne noch weiter runter mit dem Schwert, aber hier ist natürlich der Boden. Nee, so geht das nicht. Es geht nur, wenn die da ein bisschen weiter weg sind, scheinbar. Ja, ein bisschen ungünstig. Okay, Moment. Und nochmal. In die Fresse. Okay. Wie viele Pfeile habe ich denn überhaupt noch? Na, 11. Moment. Ich würde ja gern, ja genau, genauso. Ich würde ja gern vermeiden, so viel Pfeile zu verbrauchen, wenn es nicht nötig ist. Kurz überlegen. Einmal darüber. Ja, ich weiß, ich jump hier wieder rum in VR, aber egal. Wie ich schon mal sagte, das nutze ich jetzt einfach mal aus. Wo kam der her? Da oben geht's auch irgendwo hin oder rein oder ich weiß es nicht. Gucken wir mal. Ah, so, okay. Ach nee, doch nicht. Ich dachte, das ist ein Gang, den wir schon hatten, aber der war ja noch irgendwo anders. Ah, ja, ein bisschen verwinkelt hier. Da unten kriecht noch einer. Naja. So. Oh, jede Menge. Kommen die denn alle her? Sind die alle natürlich gespawnt oder ist hier irgendwo wirklich ein Spawner? Ja, kommt nur. Das wollte ich gerade sagen. Komm, wenn ihr schon so schön hochkommt, dann kann ich euch ja mitnehmen. Aber jetzt sind sie runtergefallen. Boah, dann bleibt mal da. So, komme ich denn von hier ran? Es müsste doch im Bereich des Möglichen sein. Ja, kommt ran, kommt ran. Oh, hier kommt er ja hoch. Egal. Wir sind in der besseren Position. Schön. Ich würde hier sehr gern einfach mal alles ein bisschen ausleuchten. Wow. Habt ihr den gesehen? Na, nein. Du dürftest mich hier doch gar nicht erreichen. Cheater. Verdammter Cheater. Ach, komm, egal. Ja, das ist ein bisschen blöd. Hätte ich mir jetzt hier echt noch einen Block hinmachen müssen oder was? Ich würde mich sehr gern da einfach dahinter ducken können. Na komm, ist. Dahinter ducken können, um mich zu verstecken. Das fände ich sehr, sehr angenehm. Aber egal. Hui. Wie ich sagte, ich habe gerade gegessen. Das ist ein bisschen anstrengend jetzt. So, alles ausleuchten erstmal. Damit hat sich die Frage erstmal, wow, erstmal erledigt, ob wir noch ein bisschen uns umgucken oder erstmal einsammeln. Wir haben hier noch ein bisschen was zu tun. Oh, das war blöd. Ha, in der Luft. Und noch einer. Sehr schön. Wow, ich habe schwer Angst, dass ich irgendwas hier in der echten Umgebung umwerfe oder anstoße bei den Kämpfen hier. Aber ich versuche mich einigermaßen auf die Boundaries zu konzentrieren, die mir hier angezeigt werden. Alles klar. Hier ist so ein bisschen zu Ende scheinbar. Okay, gut. Gut. Ja, ist da unser Aufstieg? Könnte sein, ne? Da so irgendwo, ja, so ungefähr. Ja, ist ja auf jeden Fall ein bisschen mehr los, als ich antizipiert habe. Kann also noch ein kleines
bisschen dauern, einen kleinen Moment dauern, bis wir anfangen können, irgendwo zu graben, wenn wir dann noch die Muße dazu haben. Mal gucken. Müssen wir natürlich nicht. Einfach wie wir Bock haben. Oh, cool. Ich würde ja sehr gern die Pfeile von denen einsammeln können. Okay. Ja, gut. Kriegen wir auch so ein paar Pfeile. Das ist sehr schön. Sehr, sehr schön. So, hier noch ein bisschen dunkel hier. Boah, geht das da hoch? So, jetzt täte mich ja mal interessieren. Ach, da ist ja noch einer. Wo kommt der denn her? Moment. Oh, gar kein Problem. Was ich sagen wollte, jetzt täte mich interessieren, auf welchem Niveau wir hier sind, auf welchem Level. Gucken wir mal ganz kurz. Das ist Level 18. Ist nicht so schlecht. Kommen wir ja teilweise noch ein kleines bisschen runter. Da sind wir ja schon fast beim Grundgestein angelangt. So, wo geht's hier noch lang? Gucken wir mal. Gucken wir erstmal hier. Warum leuchtet es hier so? Ach so, weil wir da schon mal waren. Achtung. Ein böser Mann. Da guckt euch sein Gesicht an. Habt ihr gesehen? Es war nicht komplett schwarz. Müsst ihr mal ganz genau hinschauen. So. Ah ja, hier geht es ein bisschen tiefer. Gucken, auf was für einem Niveau wir da sind dann. Aha, so ein großer, flacher Raum. Ah, mal schauen. Ja, Eisen haben wir auch jede Menge. Ist natürlich schön. Und wie immer, ich möchte nicht ausschließen, dass ich schon irgendwie was Tolles übersehen habe. Keine Ahnung. Kann ich nicht versprechen, dass ich das nicht habe. 9 Pfeile. Ja, mehr werden es nicht gerade. Kommt wer? Aha. Ich sehe ihn aber nicht. Ja gut, den sehe ich. Lassen wir ihn mal rankommen. Ja, da kannst du stehen bleiben. Doof, ey. Sowas sollte ich nicht sagen. Es fällt mich gleich was von hinten an oder so. Und dann bin ich der Doofe. Das wäre auch nicht das erste Mal. So, Obsidian, das ist schon mal cool. Aber dafür fehlt uns natürlich noch was, wie ihr wisst. Wie wir leider alle wissen. So, was ist hier? Hier waren wir schon. Ach so, ach guck. Das ist hier dieser Raum vom Anfang, ne? Aha, sind wir jetzt so einen Bogen gegangen? Kann das sein? Boah, da müssen wir eigentlich da oben mal hin. Hier noch ein bisschen ausleuchten. Das ist ja nicht gerade so hell hier. Warte mal kurz. Ist ja einiges hier. Auf jeden Fall. Ganzen Redstone könnte man auch einsammeln. Nicht mal speziell wegen dem Redstone, sondern wegen den Experience-Punkten, die man dafür kriegt. Für das Abbauen des Redstones. Das wäre eigentlich noch interessanter daran. Oh. Ich höre was von links. Vielleicht da. Ja, da ist er nämlich. Na, ich verwende wieder die falsche Taste. Moment, so muss das. Genau so. Ja, so haut er sich auch selber auf die Fresse. Sehr gut. Sehr schön. Da ist aber noch was. Das war nicht alles. Ja, mehrere. Gut. Der hat nichts gemerkt. Kein Problem. Schön. So läuft das. Etwas höre ich noch. Aber kriegen wir hin. Den hört man nicht. Den fiesen Kerl. Die scheinen mir irgendwie... Also, ich will mich ja nicht beschweren, aber die scheinen mir irgendwie fast weniger aggressiv zu sein hier in Vivecraft. Oder keine Ahnung, woran es liegt. Oh, die explodieren nicht ganz so schnell, habe ich das Gefühl. So, Lapis ist natürlich auch immer schön. Wir sind immer noch auf Level 18. Aber was anderes täte mir natürlich besser gefallen. Ist auch noch nicht ausgeleuchtet. Mann. Wieder irgendwelche neuen, boah. Irgendwelche neuen Höhlen. Irgendwelche unerkundeten Arme
der Höhlen. So. Ja, hier spaltet sich die Höhle in die Höhe ab, vertikal voneinander ab. Sehr interessant. Wow. Na, nicht doch. Na, hallo? Also dieses Touchpad manchmal, ne? Den komme ich jetzt schlecht dran. Oh, da ist noch einer. Oh, aufpassen, aufpassen, ganz dolle aufpassen. Hier wird schon wieder alles rot. Uiuiuiui. Schnell essen. Boah, wie schnell das geht, ne? Okay, ich will mich erstmal ein bisschen zurückziehen. Wow, da habe ich es fast schon wieder verkackt. Puh. Und noch was essen. Guck mal, wie schnell das Essen wieder weggeht. Das ist ja der Hammer. Wow, gut, dass uns das aufgefallen ist. Schild, okay. Schild geht so, Rüstung geht so. Naja, was ist das hier? Einfach nur eine kleine Einbuchtung. So, so sieht schon wieder besser aus. Dann können wir es nochmal versuchen vielleicht. Ah, alles klar. Und vorsichtig sein. Ich war jetzt schon wieder ein bisschen zu... Ja, nicht mal zu offensiv, sondern einfach zu blöd irgendwie. Zu leichtsinnig. Das ist das Wort, das ich gesucht habe. Na? Da habe ich aber laut was gehört. Boah, hier geht's auch irgendwo in so eine... Boah. Zu einer dünnen Felsspalte entlang. Krass. Ja, so kannst du das gerne machen. Wie er sich versteckt, seht ihr das? Ist ja unglaublich. Na, stirb endlich. Mann. Und essen. Ja, wenn das so weitergeht, müssen wir wirklich bald mal neue Nahrung holen. Aber wie gesagt, macht nichts. Da ist jemand. Da hängt jemand fest. Wo hängt der denn da bitte schön fest? Steht er dahinter oder was? Na, nicht so. Okay. Gucken wir mal von oben. Ah, verstehe. Wow. Oh, das war knapp. So viel zum Nicht-Explodieren. Oh. Ja. Ja, hüpf einmal für mich. Will er nicht. So, dann machen wir es eben so. Da steht noch ein Creeper. Krass, ist das hier zerklüftet? Alter. Wow. So. Ha. Viel weiter geht's hier wahrscheinlich gar nicht rein, oder? Kommt da gleich von oben irgendwas runter? Hier sind auf jeden Fall noch mehr. Vielleicht. Gucken wir mal kurz. Na, geh mal weg hier. Danke. Ah, ja. Da ist es aber schon ausgeleuchtet. Okay, da waren wir wohl schon. Na, dann lasse ich die mal. Lasse ich den mal hier ihren Spielplatz. Das ist ein bisschen Eisen, aber ist ja überall hier. Hier habe ich eben aus Versehen ganz viele Fackeln hingemacht. Wow. Hallo. Ah, noch einer. Na, komm her. Gut. Haben wir noch ein paar Fackeln, ja. Sieht ganz gut aus, meine Güte. Geht immer weiter hier. Okay, hier ist Ende. Das ist zur Abwechslung auch mal ganz schön. Warum nicht? So, was ist das denn jetzt hier für eine Minischlucht? Oh. Ja, tatsächlich. Das ist einfach so eine schmale... Aua. So eine schmale Schlucht. Das ist ja auch fies. Na. War's das oder habe ich ihn nur einmal erwischt? Ich habe ihn nur einmal erwischt. Okay, das war's. Also so macht mir das Kämpfen echt Spaß. Muss man schon sagen. Ich weiß nicht, ob man es merkt. Aber es ist... ist echt ein Abenteuer hier. Schön. Dabei wollte ich das doch ganz gechillt angehen. Eigentlich hatte ich was anderes vor. Ich wollte mich in irgendeine Höhle verziehen.
und einfach mal ein bisschen Strip-Mining machen, ehrlich gesagt. Aber ja, können wir ja mal gucken, ob wir noch dazu kommen. Da sehe ich relativ wenig. Da vorne leuchtet irgendwas ganz, ganz leicht. Ich hoffe, ich finde irgendwie zurück. Bei meinen Navigationskünsten, so ganz linear ist das ja nicht hier unten. Und ich habe überhaupt nicht drauf geachtet, die Fackeln irgendwie immer recht zu setzen oder sowas. So eher gar nicht, muss ich zugeben. Was wahrscheinlich mittel- und langfristig echt ein Problem sein könnte. Wird schon ein bisschen eng hier, habe ich das Gefühl. Machen wir uns hier mal ein bisschen Platz, ein bisschen Luft. Ah, okay. Ja, und hier endet es einfach, ja. Geht's da noch irgendwo weiter? Das glaube ich ja kaum. Nö, ist einfach Schluss. Oh, ein bisschen baden. Ah, nach dem ganzen Stress hier ein bisschen planschen. Hm? Kann man machen, ist ein bisschen kühl, aber naja. So, auf welchem Level sind wir? 31, so hoch, boah. Na gut. Dann wird es sich hier tendenziell wahrscheinlich eher weniger lohnen, ein bisschen in die Wände zu buddeln. Nee, gehen wir mal zurück. Hm. Ganz schön lange, dünne Schlucht. Können ja unten mal lange entlang gehen. So, einfach mal drunter durchducken. Alles klar, hier können wir eigentlich auch noch ein bisschen Licht machen. Moment. Einen Augenblick bitte, bevor uns gleich die Fackeln unerwartet ausgehen, mache ich lieber jetzt ein paar. Ja, das geht ganz gut. So. Und so. Man kann nie genug Fackeln setzen. Fast jedenfalls. So, gibt es hier noch irgendwas Spannendes? Ja, ich weiß, überall Rohstoffe ohne Ende. Hm. Naja, aber wenn wir dann halt Rohstoffe brauchen, dann gehen wir ja einmal in die Höhle runter und können dann recht gezielt danach suchen. Müssen wir einfach einmal durchgehen, dann können wir uns ja bedienen geradezu. Ich mache hier unten noch ein bisschen Licht. Muss ja nicht unbedingt direkt wieder was bauen. Ja, so sieht das doch schon etwas freundlicher aus. Da ist natürlich eher weniger freundlich, aber ich hoffe einfach mal, dass da nichts mitten in der Luft spawnt. Das, ja, wäre auch schön. Wie ist das eigentlich bei Lapis? Kriegt man da auch? Ja, kriegt man auch ein bisschen XP. Hm, nicht so viel scheinbar, aber ja. Kleines bisschen. Gut. Ja, jetzt, die Fackeln sind jetzt echt links und rechts und überall verteilt. Ja, da ist ja eigentlich schon eine. Hoffen wir mal, dass es reicht. Gut. Wo ging es jetzt hier entlang? Genau, hier war der Redstone, hier war der Obsidian. Da kommen wir wieder in die Schlucht zurück. Ne? War jetzt hier noch irgendwo ein Zugang, den wir noch nicht erkundet haben? Einen Moment. Noch so ein bisschen so. Genau, da ging es nur da lang. Hat sich da was bewegt? Ne, ich glaube, das habe ich mir eingebildet. Was ist das hier? Okay. Nicht viel, scheinbar. Nö. Alles easy. Alles gut. Wow. Wo kommt die denn auf einmal wieder her? Meine Güte. War doch alles erleuchtet eigentlich, mehr oder weniger. Ja, lohnt das? Lohnt sich. Was ist das denn für ein Auge da? Seht ihr das? Ist das irgendein Statuseffekt? Ich habe Angst. Das sieht ja scary aus. Das muss ich mal nachgucken, was das für ein komisches Auge ist. Macht mir gerade ein bisschen Sorgen. Moment. Ja, komm. Jetzt hocke ich hier unter dem, das ist ja doof. Wo ist er? Da. Oh. Na komm. So, wo sind die jetzt gespawnt? Das würde ich ja gern vermeiden, dass die da irgendwo noch spawnen. Aber naja, hier gibt es wahrscheinlich wirklich noch genug dunkle Ecken, so wie das hier. Und naja, die suchen sich dann halt die dunklen Ecken, ne? Wenn hier sonst alles ausgeleuchtet ist, da, wow, bin ich am Rand hier, dann spawnen die halt da, wo es noch geht. Das ist ganz klar.
Entschuldigung, ich musste die einfach mal kurz. Einfach mal so einen kleinen Klaps, weißt du? Damit die aus dem Weg geht. Nee, so geht das nicht. So, ja, hier sowas zum Beispiel. Einfach mal ausleuchten. Und irgendwo war hier ja noch einer. Ja. Oder hat er sich schon wieder verpinkelt? Aber hier ist auch alles noch ziemlich duster. Mal schauen. Hier ist vielleicht hier sogar noch zu dunkel. Oh, alles klar. Ein Moment zum Durchatmen, das ist sehr schön. Da ist auch noch sehr dunkel. Hier überall. Okay, ich glaube, der ist verschwunden oder so. Ich will es nicht zu laut sagen, ehrlich gesagt. Aber naja, gut. So, geht's hier irgendwo lang? Die Fackel geht auch direkt aus. Ja, gut, so geht das nicht. Jetzt schwimmen die da. Komme ich da ran? Ja, irgendwie schon. Das war ein bisschen dämlich. Aber egal. Ich hatte jetzt echt Angst, mit dem Kopf anzustoßen. Deswegen ducke ich mich hier so komisch. Naja, aber geht ja eigentlich. Ist nicht sehr hoch, ist ein bisschen beengend, aber naja. Aber das sind echt, das sind so Sachen, die machen VR mit einem, ne? So Spielchen. Schön ist das. Auch ein bisschen komisch, aber auch schön. So, hier ist noch irgendwie ein Enderman und ich habe ihn voll angeguckt, aber ich glaube, es hat nichts gemacht zum Glück. Soll ich den angreifen? Soll ich das wirklich tun? Ich weiß ja nicht. Na. Soll ich? Meint ihr wirklich? Na, okay. Ah, dann macht er gar nichts. Schön in die Ecke gedrängt. Schön in die Ecke gedrängt, alles klar. Oh, war das ein bisschen zu laut? Ich weiß es nicht. Leider hat er scheinbar nichts gedroppt, aber egal. Haben wir es wenigstens mal gemacht. Interessant. Ich wollte gerade, das ist eigentlich ganz komisch, weil normalerweise mache ich das nie damit. Ich wollte gerade mit dem rechten Touchpad hier die Items auswählen. Ich überlege gerade, ob das vielleicht nicht sogar intuitiver wäre, weil ich hier halt die Items habe, dass ich da hin und her switchen kann. Andererseits habe ich hier natürlich die Quick Access Bar auf der Seite, die ich dann direkt eh angucken muss. Naja, weiß ich nicht. Vielleicht war das jetzt nur so ein kleiner Brainfart oder wie man das nennt. So ein kleiner Aussetzer. Soll schon mal vorkommen bei meinem Brain.